jedem Kind ein Instrument. Unter diesem Motto treten im September 150 Schüler von 13 Förderschulen gemeinsam in der Christuskirche auf. Eine Premiere. Die Zusammenarbeit mit der Musikschule ist für diese Kinder, die spezielle Förderung brauchen, besonders wichtig. Das Musizieren für Kinder, im Speziellen jetzt hier an diesen Förderschulen, hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Das merkt man einfach an der Resonanz, mit welcher Begeisterung die Kinder sich auf ihre Auftritte freuen und darauf freuen, neue Instrumente kennenzulernen, neue Lieder zu lernen. Die hohe Bedeutung für die Kinder bezieht sich aber auch darauf, dass sie auf völlig andere und für sie oftmals unbekannte Art Lernprozesse verinnerlichen. Doch das Projekt steht auf der Kippe, denn die erhoffte Förderung durch das Land ist bisher ausgeblieben.